Werde unaufhaltsam. Denn das Leben ist so kurz für Kompromisse. Der Podcast von Ingo Hoppe. Guten Tag, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Wie immer geht es bei mir um Kommunikation und wie die ihr Leben schöner, einfacher und effektiver gestalten kann. Es ist diesmal aber ein kleines bisschen anders, denn diesmal bin ich nicht der Gastgeber, sondern der Gast. Hajo Schumacher, der ist Kolumnist, er ist häufiger im Fernsehen, er schreibt Bücher. Der hatte mich eingeladen, denn er hat mich interviewt für die Berliner Morgenpost. Und dieses Interview hat er geführt in Form eines Podcasts. Und es hat uns beiden viel Spaß gemacht und deshalb habe ich gedacht, ich präsentiere Ihnen dieses Gespräch mal in meinem Podcast. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Berliner Podcast. Mein Name ist Hajo Schumacher und ich spreche immer mal wieder mit spannenden Menschen. Heute ist einer bei uns, den ich von Herzen beneide, Ingo Hoppe. Er stellt sich gleich selber vor, aber warum ich ihn beneide? Der Kerl ist eigentlich nur Radiomann, der besteht eigentlich nur aus Stimme. Der darf in meinem Metier, dem Schreiben, hat er eigentlich überhaupt nichts verloren. Und dann macht er mal eben so ein Hörbuch und da steht seit einem Jahr in den Top 50, Top 30 der Audible-Hörbücher. Und das erfüllt mich mit Neid und Bewunderung. Lieber Ingo Hoppe, erst mal vorstellen und dann kurz die Erklärung, wie konnte es so weit kommen? Ich dachte, du hebst jetzt auf mein gutes Aussehen an oder sowas. Du hast ein Radiogesicht, ja, so viel kann man sagen. Ja, genau. Also das Hörbuch ist entstanden, weil ich seit 30 Jahren mit Menschen rede. So, irgendwann ist mir aufgefallen, ich habe mit allen geredet. Bundespräsident, Bundeskanzlerin, mit ganz normalen Menschen, mit Politikern. Sind ja alle unterschiedlich, aber es geht immer um Kommunikation. Man muss dazu sagen, RBB, Radio, wir haben da auch schon geredet. Ja. Du warst ein sehr guter Gast. Danke, danke. Und du hast ja auch eine große Bandbreite, also du kannst laufen, du kannst über Politik reden, das kann ja nicht jeder Gast. Dich kann man im Grunde da hinsetzen, ja, für alles einsetzen. Also pass auf, dieser Podcast funktioniert so, dass der Gast sich zuerst mal vorstellt. Okay, der Wir Gast wissen jetzt, du siehst gut aus, so viel, und du bist beim Radio. Das sind die wichtigen Punkte. Also ich stelle mich weiter vor, wie kam es zu dem Hörbuch? Ich mache jetzt seit 30 Jahren Radioshows, 2 Jahre davon Fernsehen, auch mal mit Gesicht, auch so politischer Talk, Promi-Talk. Und dann kam irgendwann ein Mann, der war auch bei mir zu Gast in der Sendung, die du auch kennst, und hat zu mir gesagt, hey, ich bin Hörbuchverleger, schreib mir mal ein Hörbuch. Und ich habe gesagt, ich kann gar nichts schreiben, ich plapper nur. Schreiben ist gar nicht meins. Schreib mir mal ein Hörbuch, das ist so, ja, koch mal was. So, genau, das kann ich auch nicht. Aber ich esse sehr gut. Und dann hat er aber nicht locker gelassen und wieder erklärt, du kannst das, und Kommunikation ist jetzt ein ganz großes Ding in den USA, das kannst du auch. Da habe ich gedacht, klar, Kommunikation, das kann ich. Ist das nicht eine Geschichte, in der Geschichte der Menschheit, eine der allerersten, war das nicht schon immer ein großes Ding, Kommunikation? So. Ich habe jetzt gerade eine Staffel gesehen von, ich weiß gar nicht welche, das ist irgendein so außerirdischen Tracky-Ding. Ja. Und das Hoshi, asiatischer Herkunft, ist die Kommunikationsoffizierin. Ja. Die Idee ist immer so, die landen auf irgendeinem Planeten, latschen durch Gräber, was sie nicht wissen, es gibt tierisch Ärger, dann kommt sie, hält ihr Gerät dahin, und dann hört man so und dann ist es, hey, ihr seid durch unsere Heiligen, die sagen, oh, Entschuldigung, haben wir nicht verstanden, dürfen wir euch dafür ein bisschen so geben. Und da habe ich gemerkt, du hast völlig recht, Kommunikation ist das erste Ding, als wir angefangen hatten, uns zu verstehen, liefen die Dinge meist besser. Das älteste Gewerbe der Welt, kann man sagen, oder? Jo, so. die Vorstellung muss ich noch zu Ende bringen. Ja, bitte. Dann habe ich das Ding geschrieben. Und er hat gesagt, ja gut, und mach noch ein Kapitel dazu. Und meine Frau, ich muss meine Frau an dieser Stelle nochmal loben. Ich habe das Ding immer diktiert, meine Frau hat es geschrieben. Und an manchen Stellen hat sie gesagt, hey, hier fehlt die weibliche Sichtweise oder die introvertierte Sichtweise. Denn wir sind ja jetzt mehr so, hey, nach vorne. Was du beides nicht hast, introvertiert und weiblich. Ja, ich würde schon sagen, dass ich eine gut entwickelte weibliche Seite habe, aber nicht so gut. Okay. Und dann habe ich beide Töchter und sie immer noch mit einbezogen und habe dadurch ein bisschen was geändert und man 2, 3 Kapitel mehr geschrieben und dann war es irgendwie rund. Sag mal, du hast dich jetzt bei deiner Vorstellung, hast du einige wesentliche Dinge unterschlagen. Okay, frag mich. Also, woher kommst du? Wie alt bist du? Was hast du gelernt? Was wolltest du früher mal werden? Das ist ja wie Speed-Dating hier. Ja, absolut. Hallo, ich bin Ingo. Ja, okay, Speed-Dating, du willst mich anmachen. Ja, ich finde, okay, das ist jetzt aber jetzt schwer. Jetzt schnell, du hast jetzt eine Minute Zeit, dich vorzustellen. Okay, geboren in Otterndorf an der Nordsee, im Herzen immer noch Norddeutscher, vor Mauerfall nach Berlin gekommen, viel mit meinen DDR-Freunden zu tun gehabt, weil ich so ein Visum hatte für die DDR, deshalb sehr ganz berlinisch immer gedacht.
beim Radio seit 88 und ich habe eine Frau und zwei Kinder. Super. Das war schon mal gar nicht schlecht. Und das war eigentlich. Ja, und das war ja eigentlich schon so ein. Ich meine, wir haben immer noch nicht über dein Buch geredet, über das ich, auf das ich so neidisch bin. Wie sie mit jedem ins Gespräch kommen und neue Freunde gewinnen. Bisschen sperrig als Buchtitel. Aber man weiß sofort, worum es geht. Mhm. Nämlich um das Thema, wie fängt ein Gespräch an? Mhm. Wie macht Hoji oder so die Kommunikationsbeauftragte auf einem fremden Planeten Kontakt mit den Außerirdischen? Du als Journalist machst das jeden Tag. Du musst Leute, ich sag mal, aufknacken, anwärmen, in Gesprächslaune bringen. Viele Menschen, und ich sehe es zum Beispiel an meinen Kindern, die den ganzen Tag bei WhatsApp hängen, denen fehlt dieser soziale Skill. Wie fange ich ein Gespräch an? Also Interesse am anderen zu haben ist gut. Zu gucken, was ihn interessiert, ihn erstmal optisch einzuschätzen. Ja. In dem Hörbuch sage ich zum Beispiel, Kleidung kommuniziert immer und stelle sicher, dass du weißt, was deine Kleidung sagt. Ingo trägt übrigens ein zart glänzendes, ich würde sagen, italienisches Produkt, ein Sakko, muss man mal sagen, für einen, was ist denn heute, Freitagvormittag für Berlin, Schöneberg, deutlich overdressed, aber steht dir. Könnte ich jetzt als Mann sagen, boah, ich kenne sie zwar nicht, aber sie tragen ja ein geiles Sakko. Ja. Wäre das ein Gesprächsauftakt? Ich habe das mal in Hamburg am Bahnhof gemacht und der Typ der hatte so einen super Mantel an und der dachte dann gleich, scheiße, der will mich angraben. Ja. Und dann rief mich meine Frau an und dann war er entspannt und fand das Kompliment auch gut. Okay. Also Kompliment ist gut, gerade wenn man von jemandem nichts will unbedingt. Mhm. Wenn du jetzt eine sehr schöne Frau unten mit einem Kompliment ansprichst, denkt die natürlich, Klar. Ey, der will was von mir. Aber ansonsten ist Kompliment gut. Frauen machen das oft intelligenter als Männer, ist mein Eindruck. Und wenn du dir die Leute ansiehst, findest du meist was, egal ob es jetzt die Uhr ist oder weiß nicht, Schmuck oder irgendwie, boah, geile Sonnenbrille, habe ich mir auch gerade in der Türkei angeguckt, was hast du denn bezahlt? Also irgendwas am anderen sehen, andocken und dann ist man meist schon drin. Ist jetzt nicht so super originell. Nee, aber funktioniert. Aber funktioniert. Ja. Ich wollte ja auch nicht originell sein. Nee, schon ich wollte, dass man mit jedem ins Gespräch kommt. Ja. Wer halt hat recht, fand ich. Absolut. Wie kommt das, dass man... Ist jetzt nicht so schwierig zu sagen, da fällt mir was auf am anderen, spreche ich ihn mal drauf an. Warum können das viele Menschen nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Also Angst vor Zurückweisung ist, glaube ich, das eine. Mhm. Und weil wir eben... Social Media ist schön, aber da kannst du erstmal alles machen. Wenn nichts passiert, passiert nichts. Hier hast du das Ergebnis... Gleich. Mhm. Das heißt, du kannst scheitern. Und das heißt also, die Aussicht auf Erfolg ist deutlich schwächer als die Angst vor Zurückweisung. Also die Angst, den Satz muss ich mal wiederholen, die Aussicht auf Erfolg ist geringer. Also die Tatsache, dass ich mit dir ins Gespräch komme, die Aussicht auf diesen Erfolg, die Hoffnung darauf, das positive Versprechen davon ist niedriger als die Angst davor, dass du zu mir sagst, hauen Sie doch ab mit Ihrem blöden Gelaber über meinen Sakko. Also sie ist niedriger, bevor du das Buch gehört hast. Okay. Danach weißt du ja, du kannst es jetzt. Mhm. Und dann ist die Angst vor Zurückweisung auch nicht mehr so groß. Ich glaube, wenn du es dreimal gemacht hast und es hat dreimal funktioniert oder zumindest zweieinhalb Mal, dann ist man eben lockerer damit. Mhm. Wie hast du dein Buch strukturiert? So nach verschiedenen Lebenssituationen? Also was weiß ich, Stehparty, im Zug, beim Job? Kommt beides, kommt alles vor. Ja. Also ich habe erstmal, weil ich es ja noch nie gemacht hatte, erstmal sind mir ein paar Sachen eingefallen und die habe ich dann runtergeschrieben. Mhm. Also zuerst ins Gespräch kommen in Bars und Clubs. Ja, da habe ich viel Erfahrung. Der junge Ingo hat sich gemeldet, wie war das früher? Ja. Da habe ich eine ganze Menge geschrieben. Auch jetzt Erfahrung noch mit Freunden. Ich bin immer noch sehr viel unterwegs. Mhm. Und eine Geschichte zum Beispiel spielt auch in Schöneberg in einem Club. Und er sah eine Frau in einem wunderschönen weißen Kleid. Mhm. Im Havanna spielt die Geschichte, aber das sage ich im Hörbuch nicht. Und er wollte sie ansprechen. Und dann hat er überlegt. Und es war so dieses typische Ding von ein Mann, kluger Mann, denkt, es muss jetzt die Hammer-Idee kommen, damit er mit der ins Gespräch kommt. Und dann hat er überlegt und überlegt so. Und dann kam ein anderer Typ, so Bodybuilder-Typ, und sagte, hey, krasse Figur,
welche Fitnessstudio gehst du? Genau so passiert. Mhm. Ja, und dann hat sie was geantwortet, im Nollendorfplatz oder so, und zack, war das Ding für die gegessen. So, und mein Kumpel stand dann da. Also, war gerade bei Goethe, Schiller, was ja, hätte Hölderlin gesagt? Genau. Ja. Und vermutlich hätte er da sowieso nicht performt, weil der nicht so der Fitnessstudio, sondern mehr der... Ja gut, dann hätte er ja was über... Das heißt aber, zu lange nachdenken macht das, was du vermitteln willst, eigentlich kaputt. Genau. Und der andere Typ hat es genau richtig gemacht. Ja. Der mit dem CrossFit Body, der hat geguckt, der hat die eingeschätzt, der hat gesagt, okay, die muss wahrscheinlich trainieren und da docke ich an. Mhm. Perfekt. Und es hat auch funktioniert. Ja. Dieses lange Nachgedenke mit dem, der hat genau das, ohne das Buch zu kennen, beherzigt. Mein innerer Papst sagt, ganz schön billig hoppe. Mhm. Aber auch da gilt wieder, was funktioniert, hat recht. Danach gibt es die Mach-dich-passend-Übung. Denn mein Eindruck ist, egal was in der Welt wir machen, viele Menschen machen immer das Gleiche und es klappt nicht. Mhm. Und dann erwarten sie, dass es irgendwann aber mal klappt. Okay. Und das passiert eben nicht. Und deshalb habe ich die Mach-dich-passend-Übung entwickelt. Die ist auch trivial, aber wir haben es auf der Bühne schon ein paar Mal gemacht und dann gibt es ungeheuer Gelache vor vielen hundert Leuten, weil dann alle merken, klar hat das 20 Jahre nicht funktioniert. Mach-dich-passend geht so. Du bist jetzt mal eine Frau, die ich cool finde. Ja. Und du bist ja auch im richtigen Leben keine Frau, aber Radfahrer. Du bist jetzt Radfahrer. Mhm. Ja? Und ich habe jetzt aber einen Sportwagen und du findest Sportwagen blöd. Mhm. Du bist jetzt mehr so Greta-Fraktion. So. Ich treffe dich und dann komme ich und sage, ey, dich finde ich aber hübsch. Ich habe einen ganz tollen Sportwagen draußen. Und dann sagst du... Nee, so, der hat mir erst neulich wieder einer die Vorfahrt beim Rechtsabbiegen genommen und ich bin auf der Motorhaube fast gelandet. Richtig, und dann sage ich, ey, der hat aber auch ganz breite Reifen und einen Fuchsschwanz und eine tolle Anlage und irgendwann sagst du, verpiss dich. Hau ab, genau. Mach dich passend ist eben für den klugen Sportwagenfahrer so rauszufinden, was mag die denn? Ja? Mag die düstere deutsche Filme? Wohin fährt die mit ihrem Fahrrad? Dann würde ich so Sachen sagen wie, hast du ein Mountainbike oder ein Rennrad? Ja, klar. Auf Mallorca mir gerade mal eins. Und das, auch wenn du jetzt wieder sagst, das ist eigentlich simpel, das funktioniert. Ich mache mich dann passend. Ich biete dir einen Andockpunkt von mir, an dem du feststellen kannst, okay, der Typ ist vielleicht gar nicht so ein Idiot, ich nehme jetzt mal einen. Mach dich passend hat natürlich so ein bisschen was von pass dich an, schleim dich ein, sei irgendwie übergeschmeidig. Aber darum geht es nicht, oder? Es geht mehr darum... so, ich sag mal, Gemeinsamkeiten rauszufinden. Genau, ich finde, mach dich passend eigentlich positiv, denn... Heißt nicht, pass dich an. Nee, gar nicht. Okay. Ich habe ja weiter meinen Sportwagen. Ja, okay. Ich will dir nur zeigen, dass du dich trotzdem mal in einen Sportwagenfahrer verlieben kannst. Ja? Also eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Ich biete dir nur andere Seiten von mir. Du sagst jetzt vielleicht, hey, ich sehe nur einen Sakko und einen Sportwagen. Der Typ ist genauso, wie ich ihn nicht will. Mhm. Und deshalb mache ich mich passend. Aber ich bleibe, wie ich bin. Und... jetzt habe ich den Punkt verloren. Egal, dafür habe ich auch schon die nächste Frage. Dein Buch ist seit fast einem Jahr draußen. Mhm. Ein wirklich echter Charterfolg. Ohne Verlag, ohne einfach mal so ein Hörbuch rausgehauen. Das zeigt mal wieder so, jeder von uns kann es schaffen. Nein, wirklich, ohne Quatsch. Ich finde das, ich habe schon so viel mit Büchern gemacht und getan und ich habe davor einen so großen Respekt. Das zeigt einfach auch, dass dieses Thema offenbar viele Menschen umtreibt. Mhm. Was kriegst du für Reaktionen? Merkst du, an den und den Punkten ist noch mehr Informationsbedarf. Also zwei Dinge. Einmal die positiven Sachen. Ich habe jetzt ich glaube, es gibt jetzt um die 600 Kommentare. Und der eine hat zum Beispiel neulich geschrieben, hey Ingo, danke, damit machst du mein Leben viel erfolgreicher und die Welt ein bisschen besser. Da habe ich fast geweint. Ja? Das also finde ich auch großartig. Und dann gibt es aber auch, und ich leide bei jeder dieser Rezensionen, bei der schlechten, ich habe eben dieses Kleidung kommuniziert immer Kapitel. Und ich sage nicht, tragt alle leuchtende Sakkos oder so. Ja, klar. Sondern ich sage, trage was dich ausdrückt. Klar. Nicht das, was Mutti dir rausgelegt hat. Denn Leute beurteilen uns danach. Mutti hat uns gesagt, urteilt nicht nach Äußerlichkeiten, aber das tun wir. Wir sind natürlich so gemacht. Logisch. Ja? Wir mussten früher gucken, als wir vor der Höhle saßen, will dieses Tier mich fressen oder kann ich es essen? Wir sind so gemacht. Und da gibt es dann manchmal Bewertungen von, das ist oberflächliches Blabla, manche Leute, die schlecht angezogen sind, haben tolle Geschichten. Klar, aber es fragt sie keiner. Und deshalb ist eben entscheidend, wenn du willst, also wenn du auf eine Veranstaltung gehst oder so, und du willst eine bestimmte Wirkung, dann musst du dir deiner Wirkung bewusst sein und du musst überlegen, wie du sie erzeugst. Und da gibt es den meisten Zoff. Das ist so ein Missverständnis. Ja, okay. Ich sage den Titel nochmal, wie sie mit jedem ins Gespräch kommen und neue Freunde finden, ein Audible-Hörbuch.
Finde ich aber eine nicht ganz unwesentliche Anmerkung. Ich bin auch so erzogen worden, so Äußerlichkeiten. Das war so auch früher so dieses Linksliberale. Ja, ich verstehe, was du meinst. So, wer gegen Atomkraft war, konnte anziehen, was er wollte oder was sie wollte. Wie kommst du mit einem schlecht angezogenen Menschen ins Gespräch? Oder interessiert dich da einfach gar nichts? Doch, ich kann ohne weiteres mit einem schlecht angezogenen Menschen ins Gespräch kommen. Ja. Aber das Hörbuch ist für den, der jetzt... Ich meine, was ist schlecht angezogen? Das Hörbuch ist für jemanden, der vielleicht sich nicht bewusst angezogen hat und sich fragt, warum ziehen hier eigentlich alle an mir also vorbei? Also Jeans und Karohemd. So wäre so mein Klassiker, wenn ich mir keine Gedanken mache. Ja, das ist ja auch okay. Es kommt ja auf den anders an. Was ich sagen will, das ist mir das ganz Wichtige. Jeder kann anziehen, was er will. Ist mir grundsegal. Ja. Aber viele Menschen merken, da ziehen Leute an mir vorbei und das will ich gar nicht. Ja. Ich sehe nicht schlechter aus, ich bin genauso gut ausgebildet, warum passiert das? Ja. So, und dann komme ich mit dem Hörbuch, ich biete dir eine Mini-Geschichte. Ein Professor sollte ich interviewen, im Haus des Rundfunks abgeholt, geh runter, ist ein Typ in einem Anzug und ein Typ in so einem Kinder-Superman-Shirt so und einer alten Jeans. Bin ich zu dem mit dem Anzug gegangen, habe gesagt, hey, Herr Professor, ich bin Ihr Moderator, hat er gesagt, ich bin kein Professor. Ich bin der Fahrer. So, dann bin ich zu dem anderen gegangen, habe gesagt, sind Sie Professor? Ja. Dann sagt er, jo, warum sind Sie zu dem anderen gegangen? Und ich habe gesagt, weil Sie angezogen sind wie ein Kind. Ja. Und dann sagt er, ja, das finden jetzt viele Leute schon ganz böse, aber ich meine, es ist die Wahrheit, der sah natürlich aus wie ein Zwölfjähriger. Und wir sollten uns nichts vormachen, wir wären alle zu dem im Anzug gegangen und hätten gedacht, das vermutlich ist der Professor, oder? Also 90% wahrscheinlich. Glaube ich auch. Und der Witz ist, dass ich ihn gefragt habe, weil er sagt, das geht mir ganz oft so. Und ich habe gesagt, darf ich fragen, warum machen Sie es denn? Also Sie können ja anziehen, was Sie wollen, Sie sind ein toller Professor, machen, was Sie wollen. Aber der war unglücklich. Also er sagt, neulich war ich auf einem Kongress und mein Hiwi mit einem Anzug, alle wollten, dass der die Rede hält. Ja. Aber der sollte nur meine Bücher tragen. Und ich sagte, okay, warum machen Sie es? Finden die Mädels das so toll? Und sagt, nein, am Buffet flirten geht gar nicht. Ja. Und er machte es, weil er früher ganz am Anfang festgestellt hat, ich will der totale Underdog-Prof sein. Okay. Aber er ist buchstäblich da rausgewachsen und war jetzt unglücklich damit. Und deshalb sage ich, überlege dir, wenn du was Bestimmtes willst, so wie ein Ritter eine Rüstung anzieht und eine Ärztin eben eine OP-Maske, Kittel, wenn du auf einen super Empfang gehst, dann beurteilen dich Leute auch danach, was du anhast. Es geht mir darum, dass die Leute glücklicher sind und erfolgreicher. Lass uns mal aus diesem Oberflächlichkeitsverdacht, der über diesem Buch wabert, auf die drei wesentlichen Bereiche kommen, die jeden Menschen interessieren, nämlich Geld macht Sex. Okay. Sex warten wir zum Schluss. Deine ultimativen Anbagger-Tipps, weswegen die Leute diesen Podcast überhaupt nur hören. Okay. Beruf, sagen wir mal Geld. Das ist ja was, das kann ich auf dem Wege des Smalltalks mit meinem Chef nicht regeln. Kann ja schlecht sagen, so, hey, wie war der, na gut, so könnte man einsteigen. Schnelle Beratung, wie nehme ich dieses Gespräch auf, wo es wirklich um was geht und habe dann auch noch Erfolg. Also du willst mehr Geld von deinem Chef? So einfach ist das. Ich habe mal eine Frau gecoacht, die mehr Geld wollte. Und der Witz war, dass ich fand, die wollte absurd wenig mehr Geld. Und ich habe sie dann gefragt, warum willst du denn nicht viel mehr? Denn alle anderen hier machen viel mehr in diesem Unternehmen. Da war ich in einem anderen Laden. Und wir haben lange geredet und am Ende hat sie geweint. Weil ich habe immer wieder gefragt, warum? Ja. Warum? Und das Ergebnis war, dass sie eigentlich diesen Chef mochte und sie wollte, dass er ihr väterlich positive Gefühle entgegenbringt. Mhm. Und von seinem Vater fordert man nicht so böse Sachen. Da sagt man nicht, ey, ich will für meine Leistung auch Geld. Okay. Und am Ende, als ich ihr gesagt habe, alle finden dich trotzdem genauso toll. Ja. Ja, deine Leistung ist toll, aber du darfst auch mehr Geld dafür bekommen. Sie hat dann viel mehr bekommen, als sie eigentlich hätte fordern wollen und war immer noch beliebt. Aber wir sind jetzt hier nicht bei einer Kommunikationsstrategie, sondern eigentlich eher bei einer, ich sag mal, Neuausrichtung eines Verhältnisses. Also jetzt nicht Verhältnis im partnerschaftlichen oder erotischen Sinne, sondern eines Arbeitsverhältnisses. Ja, was ich damit meine, habe ich als Mitarbeiterin ein väterliches Gefühl meinem Chef gegenüber, nicht gut für Vertragsverhandlungen. Ich brauche einen, wie soll man das sagen, ein Augenhöhe-Verhältnis. Ja, ja. Ich wollte damit sagen, da ist Frau und Mann total unterschiedlich in diesen Situationen. Denn ich glaube, manche Männer gehen irgendwo hin und sagen, ey, ich bin das doppelte Wert. Ich bin der Größte. Ja, und dann sagt der Arschloch, du kriegst nur 20% mehr, sagst du, okay, nehmen wir. 25, auch gut. Das meinte ich damit. Ja, klar. Also bei sowas würde ich immer sagen,
vorher überlegen, was sind meine Argumente, warum bin ich das wert, was mache ich, was das für dich wertvoll macht, also zu sagen, und auch Verständnis finde ich immer gut, zu sagen, hey, ich verstehe, Chef, wir haben die und die Situation, 50% Anzeigenkunden sind weggebrochen, aber sieh dir meine letzten drei Projekte an, also ganz konkret, dadurch haben wir Willi, Uwe und Susanne an Bord geholt, das bringt so und so viel und das muss ich irgendwie auch ein bisschen monetarisieren. Ja. Also ich glaube, es gibt wenige Chefs, die jetzt so vernünftigen Argumenten nicht zugänglich sind. Aber das Hörbuch sagt nichts konkret dazu, sondern es sagt dir nur, wie du funktionierst, wie du dich nicht verlaberst, wie du die Dinge auf den Punkt bringst und wie du effektiv und klug wirkst. Das war das Thema Geld. Wir kommen zum Thema Macht. Ich würde es ein bisschen erweitern, so von wegen, wie wenn ich auf eine Party komme zum Beispiel, wie zeige ich sofort allen anderen, dass ich der coolste Gorilla im Urwald bin. Okay, das würde ich zum Beispiel gar nicht empfehlen. Hey, du machst mein Leben kaputt. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, du kommst irgendwo hin und du kennst keinen. Ja? Dazu, ich habe festgestellt, dazu gibt es unzählig viele Bücher. Und mit abstrusen Tipps, hey, hat das jemand von euch mal ausprobiert, funktioniert? Nie. Ich würde immer, und dazu bekomme ich sehr viel Reaktion von, funktioniert. Ja. Also, vielleicht sagst du jetzt wieder, es ist simpel, aber ich meine, die entscheidenden Dinge sind ja, klar. Simpel. Ja, klar. Ja? Also Gesprächsgruppen, so, die sind jetzt da. Da steht so ein Gruppchen. So eine Traube. Kennt ja, ihr ja, ja, klar. Also die Traube redet, ich möchte jetzt Teil der Traube. So, ihr redet, ich stelle mich daneben. Also ich hänge jetzt nicht total an dir, aber ich stehe so in einem Meter vielleicht. Ne? Nippel an meinem Glas und ihr erzählt was. So, dann worüber redet ihr? Darfst du jetzt frei wählen? Wir reden jetzt über Fußball, meinetwegen. Okay. Dass Union cooler ist als Hertha. Sehr gut, gut. So, Fußball jetzt null mein Thema, aber Union und Hertha kenne ich natürlich. Und ich habe die Unioner eben gesehen, als sie so glücklich waren. So, dann höre ich ein bisschen zu. Dann gibt es eine Pause. Dann trete ich an euch ran und sage, hey, ich bin eigentlich gar kein Fußballfan, aber Union, das hat mich trotzdem total emotional bewegt. Warum ist das so ein Hammerverein? So, das wisst ihr natürlich alle. Okay. Und dann sagt da brauchst du aber diesen magischen Moment der Pause. Ja, ihr redet den ja musst du, irgendwie. Den musst du finden. Klammer. Irgendwann ist mal so, einer trinkt was, einer denkt nach und so. Und da gehst du dann rein. Sekunde reicht. Also wie so ein Fußballspieler grätscht du so, grätscht so rein. Wir grätschen eben aber nett. Elegant. Ne? Ja. Also da ist sowieso eine Pause. Ja. Das heißt, niemand verliert was. Ich sage jetzt nicht, Moment, ich habe da mal eine Frage zur Union. Sondern es gibt eine Pause. Ja. Ich mache diesen halben Schritt zu euch. Das funktioniert. Ja. Jeder, der das jetzt hört, kann das ausprobieren. Genauso funktioniert es wie ein Tanz. Pause, du gehst einmal rein, du sagst was, worüber ihr geredet habt. Und dann sagt ihr was zu mir. So, aber das Interessante ist, ich erzähle jetzt immer eine Geschichte aus meinem Leben, vielleicht aus meinem früheren Leben. Ich wäre in so einer Situation wahrscheinlich ziemlich breitbeinig da reingegrätscht und hätte gesagt, ach, ihr habt doch alle keine Ahnung, Hertha ist sowieso der geilere Verein oder Union, scheißegal. Aber ich wäre mit einer provokanten These da reingetreten. Du empfiehlst, eine offene Frage zu stellen. Erklärt mir doch mal das Faszinosum Union. Ist natürlich viel, viel einladender, weil jeder wird gerne gefragt um seine Expertenmeinung. Und dieses, ich muss jetzt meinen Verein gegen diesen Raubbautz da vertreten oder verteidigen, bringt sofort so eine, ich sag mal, so eine leicht aggressive Grundstimmung rein, oder? Ich bin ja eher so wie du. Also unser Ding bei Gesprächen ist eher aufzupassen, die anderen nicht tot zu labern. Ja? Ja. So, die anderen. Deshalb gibt es in dem Hörbuch auch Tipps für uns. Es gibt ein Kapitel für, ich habe 98% nur zugehört. 98% hatte der andere Gesprächsanteil. Ja. Hat mir danach eine Mail geschrieben am nächsten Tag. Danke für dieses großartige Gespräch. Für so. Ja, und das müssen wir lernen. Einfach mal die Fresse halten, heißt das Kapitel wahrscheinlich. Und für die Introvertierten ist das andere Ansprechen die Herausforderung. Dieses hier aber macht dich in jedem Fall auch erstmal beliebt. Dann sagt jemand, ey, ja, hier Schuhmacher, die haben alle mir gesagt, das ist mir so ein offensiver Raubautz. Aber der ist ganz soft da reingekommen, hat mir Fragen gestellt, hat sich für mich interessiert. Sich für den anderen zu interessieren, ist extrem wichtig. Das muss ich dann aber auch wirklich von Herzen tun wollen. Ja, du musst schon zumindest. Also wenn mir jetzt jemand über seine Zierfischleidenschaft jetzt. Obwohl, dafür könnte ich mich sogar interessieren. Das finde ich so abgedreht, das ist spannend. Aber irgendwas totlangweiliges. Oder ein Physikprofessor erzählt mir über Dinge, die ich nicht verstehe. Was mache ich denn dann, wenn mich das nicht interessiert? Also, sag ich dann, Herr Professor... Es ist immer die Frage, was du willst. Das klingt jetzt manipulativ, aber meine These ist, erfolgreiche Menschen denken Kommunikation vom Ergebnis her.
Das heißt, wenn ich merke, dass mit dem Professor Wirth nichts, weil der ist einfach in ganz anderen Sphären unterwegs, dann beende ich das Gespräch. Ist die Frage, was du von ihm willst. Willst du, dass dieser Professor dich nett findet? Willst du den Professor zu deinem Podcast einladen? Willst du über den Professor eigentlich an die daneben steht, ran? Es gibt ja 1000 Möglichkeiten. Okay. Und wenn... Wenn alles Nein ist, alles klack, 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 abgehakt, nein. Dann sage ich, Herr Professor, war schön mit das Ihnen. Das war total interessant. Geben Sie doch mal Ihre Karte. Irgendwann habe ich bestimmt mal eine Frage. Ja. So, jetzt gibt er dir eine Karte, denkt mal ein nettes Gespräch und du gehst dahin, wohin du willst. Das ist meine größte Schwierigkeit bei Gesprächen, die mich eigentlich langweilen, höflich, elegant, aber bestimmt rauszukommen. Also nicht, wie beginne ich, sondern wie beende ich ein Gespräch. Wie viele Stunden meines Lebens ich gegen meinen Willen vollgetextet worden bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie komme ich raus aus der Nummer? Das ist eine super Frage, weil du mich gerade an meine Mutter erinnerst. Danke, Ingo. Mein Lebensziel ist erreicht. Das nenne ich irgendwie sowas, das kommt jetzt noch ein neues, so Crash-Kommunikation. Ja. Hey, sie erinnern mich total an meine Oma, weil dann alle genauso reagieren wie du. Kann man nicht mit jedem machen. Ja. Also meine Mutter, ich will meine Mutter anrufen, eine Stunde ist besetzt. Irgendwann geht sie ran und ich sage, boah Mutter, da musst du ja ein mega interessantes Gespräch geführt haben. Mhm. Und dann sagt sie, nein, ich habe mit Liesel irgendwas geredet und die ist mir total auf den Keks gegangen. Dann habe ich gesagt, warum redest du eine Stunde? Dann sagt sie, ja, die wollte nicht aufhören. Die sagt, Mutter, wie viel Lebenszeit hast du noch? Ja, genau. Wenn jeden Tag 5 Tante Liesels dich anrufen, hast du bis zum Ende deines Lebens, dann bleibt nichts für dich. Ja. Du musst es beenden. Dann sagt sie, aber wie? Ich kann doch nicht einfach sagen, ich will jetzt nicht mehr reden. So. Das ist ein Problem, das ganz viele haben. Und? Ja. Also, beim Telefon ist es natürlich einfacher zu sagen, hey Liesel, ich bin gerade im Funkloch. Da würde ich zum Beispiel sagen, hey Liesel, die Geschichte mit deinem Hund ist total interessant. Ich habe jetzt hier um 10 kommt meine, weiß ich nicht, Physiotherapeutin oder so. Ja. Erzähl mir das bitte noch zu Ende. Mhm. So. Dann weiß sie genau, sie hat noch die Geschichte und dann ist Also Schluss. Du kündigst das Ende auf so eine elegante Art und Weise an. Genau, du darfst... Darf man lügen, auch wenn die Physiotherapeutin nicht kommt? Klar. Ist also erlaubt. Wenn Leute so, so unsensibel sind und stundenlang auf einen einreden, dann darf man lügen, na klar. Okay, kommen wir zum letzten Thema, nämlich die Aufnahme erotischer Kontakte. Ich muss dazu eine Geschichte erzählen, eine Journalistenkollegin, ich weiß gar nicht, ob du sie kennst oder nicht, hat mir mal irgendwann nach dem ungefähr bestimmt schon 4. Rotwein in einer für mich erschreckenden Offenheit erzählt, dass sie eine sehr eigene Strategie hat, sie alleinstehend, und zwar überzeugt alleinstehend, um mit Männern relativ schnell auf den Punkt zu kommen. Sie geht nämlich direkt auf den Kerl zu, den sie spannend findet und sagt, wie wäre es, wenn wir uns in 10 Minuten hier verdrücken? Bei mir zu Hause im Kühlschrank liegt noch eine gute Flasche Champagner. Also mit so oder so, so einem ähnlichen Satz, aber wirklich bam auf die 12. Ich würde sagen, funktioniert in 99% der Fälle, oder? Sie hatte 80 plus Prozent Erfolg, was in eine ähnliche Region ist. Ich kenne Menschen, bei denen ist es deutlich geringer. Bist du Befürworter der mit der Tür ins Bett Fallstrategie? Also bei einer Frau geht es natürlich eher, ne? Mhm. Muss man klar sagen. Die normale Situation ist, man muss eher länger baggern. Der Eroberer. Genau, und wenn Männer genau aus diesem Grund irgendwo sind, dann haben sie eben das Problem, dass es länger dauert, weil auch viele Frauen eben denken, ja gut, selbst wenn ich das will, dann kann ich jetzt nicht gleich Ja sagen. Ja. Als Mann fühlst du dich eben immer eher geschmeichelt und entscheidest dann schnell, ja prima, dafür bin ich ja sowieso hier. Ja. Deshalb ist das, also sie braucht Mut, um das zu machen und hat sich bewiesen, dass es funktioniert. Also die Erfolgsquote ist deutlich höher als die Ablehnung. Deshalb finde ich, ist es wunderbar. Und vor allen Dingen, es ist nicht Rudis Resterampe, das finde ich das Interessante. Schön. Aber für einen Mann funktioniert es nicht. Also okay. Du kannst, wenn du es jetzt machst, funktioniert es, da hast du keine 80%. Ich gestehe, ich habe es noch nie probiert. Ja. Ich war zu feige. Okay, also ich habe im Hörbuch eine Stelle... Außerdem bin ich seit 26 Jahren verheiratet. Das ist gut. Das muss auch eine gute Frau sein. In dem Hörbuch, ich habe meine Frau und meine Töchter immer bei allen Stellen gefragt, ob ich das nutzen darf. Ich habe zum Beispiel eine Stelle drin, da habe ich zu einer Frau in einem Club mal gesagt, hey, ich heiße Ingo und dich möchte ich heute Abend gerne küssen. Also das ist eher die offensivere Variante. Oh, und dann hat auch sie, so ein bisschen Roland Kaiser, ne? Na, egal, aber das war ja das, also Denkkommunikation vom Ergebnis. Okay, ja? Okay, so, ja. Das war mein Ziel. Und ja. Ich habe eben auch gleich, habe nicht erst gesagt, hey, wir mal Kino gehen oder so. So, und dann hat die mich angeguckt. Und hat gesagt, willst du nicht erstmal fragen, wie ich heiße? Und ich habe gesagt, ehrlich gesagt, du jetzt Sabine oder Uschi heißt, es ändert ja nichts, ja? Ja, ist ja egal. Ja. Und es war dann auch sehr, sehr lustig. Das kann man aber nur machen, wenn man
damit leben kann, dass die sagen kann, was für ein Spinner, hau ab. Mhm. Ja, und dann kann es auch sein, dass man mal abhauen muss. Mhm. Ich habe eine Coachfrau mal in der Sendung gehabt, die fand toll, dass ein Typ zu ihr kam und hat in ihr Wasserglas gegriffen im Club, hat ihren Eiswürfel genommen, hat sie damit nass gespritzt und gesagt, jetzt aber raus aus den nassen Klamotten. Das würde ich nie tun. Und sie als erfolgreiche Coachfrau, sie fand es lustig. Die waren ein halbes Jahr zusammen. Ja, mit dem, also jeder muss ein bisschen gucken. Ich würde immer das raten, muss man bringen. Nicht die Grenzen der Höflichkeit zu überschreiten und vor allem auch zu akzeptieren, wenn es eine Abfuhr gibt, muss man das elegant akzeptieren. Hast du mal eine Ohrfeige gekriegt? Also meine Frau hat mir mal angedroht, als wir noch nicht verheiratet und so waren, hat sie mir mal angedroht, mir eine zu scheuern, erinnere ich mich dunkel, ja. Okay, aber so aufgrund deiner Anmachversuche nicht. Nee, also da hast du schlimmstenfalls eine Zurückweisung kassiert. Mhm. Ja, und davon gab es ein paar, ja. Tut das weh? Naja, Zurückweisung, niemand mag das. Oder kann man das Sport? Naja, aber guck mal, wenn das die größte Hürde ist für viele Menschen, dann muss das ja schon irgendwo tief reingehen. Also kann man das sportlich nehmen, Umgang mit Zurückweisung? Ich glaube, man muss es lernen. Also die schlimmste Art von Zurückweisung ist ja, wenn wir das bei kleinen Kindern uns angucken, die gehen irgendwo hin, sind auf dem Spielplatz und wollen mitspielen und die anderen sagen nein. Mhm. Das ist erstmal der Horror. Wir gehören nicht dazu. Mhm. Und deshalb, immer wenn du sagst, bei dem Hörbuch ist was simpel, eigentlich fußt alles auf diesen Ding. Mhm. Ja? Als meine Mutter das zweite Mal geschieden war, danach war ich glaube, ich war so 6 oder 7, danach war ich so durch, dass ich konnte auf dem Spielplatz keinen mehr fragen, ob der mit mir spielt, weil ich dachte, ich gehöre irgendwie nirgendwo hin. Und meine Idee ist, dass auch heute Leute, die viel älter sind, 20, 30, 40, 70, immer noch alleine spielen, obwohl sie das eigentlich nicht wollen. Mhm. Sie wollen eigentlich Kontakt. Und für die ist dieses Hörbuch. Also die Antwort ist ja, Zurückweisung tut weh, aber wenn wir es ein paar Mal erlebt haben und feststellen, es gibt auch gut, das ist eben normal, uns kann nicht jeder lieben. Naja, wie im Sport, ne? Mal gewinnst du, mal verlierst du. Ich würde mal so eine Andi Brehme, du würdest bei Andi Brehme einordnen. Welche Punkte, die ganz wichtig sind in deinem Buch, haben wir vergessen? Also es gibt ein Kapitel, Reden über Politik und Religion. Oh. Und ich habe den Eindruck im Moment, manche Leute, das kommt in einem anderen Buch jetzt wahrscheinlich nochmal, die reden nur noch, um ihrer Gruppe zu gefallen. Ja? Mhm. Also neulich hatte ich einen Politiker und der sagte, ja, da bei Fridays for Future waren wieder ganz viele Schülerinnen. Mhm. So, das sagt er im Radio. Und ich habe gesagt, es waren aber auch Schüler da, oder? Mhm. Dann sagt er, ja, meine ich doch. Und ich sage, das kann man nicht hören. Mhm. Schülerinnen. Das große I jetzt, kann man nicht hören. Ja. Ob man es jetzt gut findet oder nicht, aber vom geistigen Auge sind das dann eben nur Mädchen. Ja. Und dann kann man sagen, ja, die Form ist böse und so. Kann man alles machen, aber man versteht es nicht. Und ich glaube, wir sollten wieder mehr anfangen, miteinander zu reden und nicht für die zu reden, die hinter uns stehen, die in unserer eigenen Gruppe sind. Denn früher, bei dem Raumschiff-Beispiel nochmal, sobald die kommunizieren konnten, wurde es harmonischer. Mhm. Und da sind wir im Moment teilweise nicht. Wir ballern uns nur so Sachen um die Ohren. Im Hörbuch kommt der Freund meiner großen Tochter vor. Den schätze ich sehr. Und der ist Mitglied einer Partei, bei der ich nicht Mitglied wäre. Ich bin Mitglied keiner Partei, aber da wäre ich eben nicht Mitglied, weil die immer die Steuern erhöhen wollen und ich will das nicht. Mhm. Und alle hatten tierisch Angst, boah, bestimmt zoffen die sich da immer so. Und das tun wir nie. Also wir reden, weil wir uns mögen. Und ich glaube, das ist in allen gesellschaftlichen Bereichen im Moment wichtig. Ich frage den, warum ist das denn so toll? Warum wollt ihr das? Mhm. Und dann höre ich zu. Mhm. Ich höre zu. Ohne sofort zu sagen, Vollidiot. Ja, und wir hören zu, ohne, da werden natürlich unsere Knöpfe gedrückt. Ja, wir wollen so Umverteilung und im Normalfall sagen, ja, aber genau das will ich doch gerade. Nein, wir hören jetzt eben an, das kann man üben. Mhm. Wir hören zu und denken darüber nach, was der andere gesagt hat. Mhm. Als hätten wir es das erste Mal gehört. Mhm. Und dann sagen wir, okay, mir missfällt das und das und zwar deswegen. Mhm. Was sagst du dazu? Mhm. Und dann sage ich, ja, das kann ich verstehen, dass mir das missfällt, aber Wert A, Gerechtigkeit, ist wichtiger als Wert B, Freiheit. Genau, oder ja, so. Ja, genau, Klassiker, ja. Ja, und dann sagst du, finde ich nicht, und dann gehen wir auseinander, können uns aber immer noch respektvoll in die Augen gucken, stellen aber fest, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Was in diesem Lande übrigens, was sehr häufig gar nicht mehr so zu Kenntnis genommen wird, es ist erlaubt, unterschiedliche Meinungen zu haben. Richtig. Im Gegenteil, es ist sogar gewünscht.
Das ist das, was meine Frau mir immer erklärt. Die sagt immer, Demokratie heißt, dass Menschen Dinge anders sehen dürfen als du. Und dann sage ich immer, ja, da ist was dran. Manchmal schwer zu akzeptieren. Und als Humanist muss ich sagen, tolerare, lateinisch heißt ertragen, erdulden. Ja. Das heißt, Toleranz ist ein aktiver Akt. Ja, und nicht so was Passives. Und sonst tut es ja auch nicht weh. Ich hatte neulich einen Autor mal, der hat gesagt, wenn tolerant bist du nur, wenn du eine Position akzeptierst, die dir weh tut. Denn ansonsten ist es ja nicht Toleranz. Genau. Ja. Und noch ein Punkt zu dem, was ich festgestellt habe, wenn ich das selber anwende, wenn ich mit jemandem rede, der die Dinge ganz anders sieht als ich, und ich gebe mir wirklich Mühe zuzuhören und sage dem was, dann habe ich fast immer festgestellt, wir würden, wenn wir eine Zwangskoalition jetzt bilden müssen, dann könnten wir uns fast immer einigen. Bei Leuten, die politisch völlig woanders stehen als ich, kommen wir irgendwann an den Punkt von, okay, das ist dir wichtig, das gefällt mir gar nicht, aber was brauchst du, damit es für dich okay ist? Ich brauche das. Also als fast gemeinsames immer, Spielfeld. Fast immer funktioniert das. Zum Schluss, wir machen jetzt mal so ein bisschen Lernergebnisabfrage. Okay. Ich sage jetzt mal drei Dinge, ich versuche mal drei Trainingstipps zu geben. Erstens, wenn bestimmte Kommunikationsstrategien nicht funktionieren, einfach mal ändern und nicht darauf warten, dass die nicht funktionierenden Strategien eines Tages funktionieren. Genau. Finde ich einfach, aber spannend. Zweitens, und das hat ein bisschen sowas mit der Selbstemaillierung zu tun, keine Angst vor Zurückweisung. Das sagt man jetzt so einfach, das ist bei vielen Menschen tief drin, kann man üben. Kann man vielleicht sogar im Freundeskreis üben. Also vorsichtiges Zurückweisen finde ich zum Beispiel bei Kindern, also wenn man selber Kinder erzieht, extrem herausfordernd zu sagen, nein, ein Kind zurückzuweisen, meinetwegen mit seinem Wunsch oder seinem Anliegen oder irgendwas, ist aber trotzdem so zu tun, dass es Verständnis und liebevoll ist und nicht barsch. Mhm. Also zurückweisen üben und zwar nicht nur als Zurückweisender, sondern auch als zurückgewiesen werdender. Und das Dritte, was ich sehr spannend finde, redet doch mal mit Menschen, die eine andere Meinung haben als ihr. Also nicht immer die Cocktailpartys mit den Leuten, von denen ihr schon genau wisst, was auf F7 liegt. Egal, ob man über Klimawandel, Migration, Fußball oder sonst irgendwas redet. Also dieses Raus aus der eigenen Komfortzone, vielleicht auch aus der intellektuellen. Absolut. Das ist wobei, das wirklich fett unterstreichen. Das heißt, als Journalist müsste ich einfach mal auf den AfD-Parteitag, auch wenn ich da keinen Bock drauf habe. Aber einfach mal gucken, was erzählen die, wie sind die und wo finden wir womöglich auch gemeinsame Punkte, was jetzt den Umgang miteinander angeht oder sowas. Absolut, ich bin immer dafür, finde ich schwierig, zu reden. Ja. Also und man muss sich ja nicht lieb haben danach. Aber wir haben die Fähigkeit teilweise verloren, überhaupt noch zu reden. Mhm. Wenn irgendwer irgendwo hinkommt und sagt, so, ich fahre jetzt ein SUV und ich finde... Oh, stopp. Das war unser... Nee, da machen wir jetzt hier da mal... Da machen wir weiter. Also ich müsste auch als Journalist dann mal einen AfD-Parteitag besuchen, was mir ehrlich gesagt schwerfallen würde. Ich finde vielleicht auch den Parteitag gar nicht so passend. Ich antworte mal so. Ich hatte in meiner Nachbarschaft einen Mann, hochgebildet, wohlhabend, AfD-Fan, zu meiner großen Überraschung. Mhm. Und was ich in solchen Fällen mache, ist, ich finde heraus, warum. Da muss es ja, wenn wir uns an irgendwas andocken, völlig egal an was, dann muss es was geben, was wir gut finden, was gut ist für uns. Und ich habe gefragt, entschuldigen Sie, Herr XY, ja, da hätte ich gar nicht gedacht, dass das jetzt Ihre Partei ist. Warum? Was mögen Sie da? Ja. Was gibt es da für Sie? Und das Ergebnis war, dass der war ein Wissenschaftler, dass er gesagt hat, in meiner ganzen wissenschaftlichen Zeit, meine ganze Umgebung fand Deutschland immer blöd. Also die Deutschen haben immer gesagt, was für ein blödes Land. Und ich habe gedacht... Und ich fahre da in den Urlaub, wo keine Deutschen sind. Ja, genau. Genau. Und er hat gesagt, ich war ganz arm und mein Land hat mir ermöglicht, ein erfolgreicher Professor zu sein. Ich habe im Ausland geforscht. Das sind die Ersten, war seine Begründung, die unser Land mal mögen. Deshalb hat er sich in die verliebt. Da kann man jetzt sagen, das ist blöd. Okay. Aber es ist nicht nachvollziehbar. Ich habe das erste Mal verstanden, aha, das ist das, was den da kickt. Das bindet den an die. Und da habe ich gedacht, ich bin jetzt klüger als vorher. Ja. Ich muss es ja gar nicht bewerten. Aber ich habe was verstanden und wenn wir mehr verstehen, sind wir im Normalfall erfolgreicher.
Ein wunderbares Schlusswort. Wenn wir mehr verstehen, sind wir normal voll erfolgreicher. Ganz herzlichen Dank, Ingo Hoppe. Wie Sie mit jedem ins Gespräch kommen und neue Freunde gewinnen, heißt dein Buch. Allerletzte Frage nach so einem Erfolg. Also stellen wir uns mal vor, du wärst jetzt Frank Schätzing oder Joanne K. Rowling, die Harry Potter geschrieben hat. Also du musst jetzt natürlich nachlegen. Wie heißt das nächste Buch, Ingo? Das nächste hat noch keinen Titel. Das Buch ohne Titel, vielversprechend. Es ist eigentlich was ganz anderes, aber irgendwie doch nicht. Geld anlegen für Leute mit wenig Geld und die keine Ahnung haben. Da geht es zum Beispiel um Glaubenssätze auch. Ja? Ja. Also ganz viele Leute sagen ja, ach, ich kann gar nicht mit Geld. Und das finden wir dann irgendwie cool und intellektuell. Das ist so ein bisschen wie, ich war früher schlecht in Mathe. Ne? Ja, genau. Und meine These ist, in der heutigen Zeit nicht mit Geld zu können, ist eigentlich blöd. Ja? Wir wissen, wir putzen uns morgens die Zähne. Ja. Die Situation ist schwierig geworden, ja, finanzieller. Ich finde, jeder sollte es können. Und gerade, das ist meine Hauptthese, die Leute, die kein reiches Elternhaus hatten, ja, hatte ich auch nicht. Ich auch nicht. Und die nicht dieses Wissen von zu Hause bekommen. Mhm. Wir alle werden am Ende nützliche Idioten. Ja? Ja. Von einem Bankberater, von irgendeiner Versicherung, Firma oder sowas. Genau. Ja. Wenn wir aber dieses Wissen haben und uns emanzipieren, werden wir freier und erfolgreicher. Und das ist das neue Hörbuch. Es wird, glaube ich, eine ganz interessante Kombination. Ich bin noch nicht ganz fertig. Die Einladung für den nächsten Podcast steht hiermit auf jeden Fall schon mal, weil das interessiert mich selber. Vielen Dank, Ingo Hoppe. Mir hat es viel Spaß gemacht mit Hajo, ich hoffe Ihnen auch. Und wenn wir weiter in Kontakt bleiben wollen, würde mich freuen. Gehen Sie einfach auf meine Seite ingo-hoppe.de. Sie können sich gerne auch in meinen Newsletter eintragen. Ich versorge Sie dann alle 2 Wochen mit aktuellen Informationen zum Thema Kommunikation, wie Sie konkret in Ihrem Leben erfolgreicher, effektiver, zufriedener kommunizieren können. Und wir können auch gerne in Austausch treten, wenn Sie Fragen haben. Einfach auf die Seite gehen, www.ingo-hoppe.de. Ich würde mich freuen. Werde unaufhaltsam. ingo-hoppe.de. Außerdem bei Facebook, bei YouTube und überall dort, wo es Ingo Hoppe gibt.